So, machen wir uns mal ein bisschen gemütlich, ne? So ein bisschen, also ist schön. So, Fatis gemütliche Lampe. Liebe Freunde, lasst uns mal ein bisschen über was ganz Besonderes reden, was Film betrifft. Ja, wie soll man das sagen? Daniel der Zauberer. Die meisten von euch werden ihn vermutlich nicht gesehen haben oder nur wissen, dass es sich dabei um einen ziemlichen Trash handelt. Muss ich bald sterben? Du musst nur immer an dich glauben, Daniel. Dann kann dir nichts passieren. Als Film ernsthaft kann man sich das nicht angucken. Da ist das Buch ist eine Katastrophe. Die ganze Handlung und das Spiel ist alles ganz, ganz schlimm. Das Haus, in dem Daniel wohnt, ist so ein Neubau am Rande der Stadt. Hier schreibt schon wieder einer, der mich am liebsten umbringen würde. Und da hat man einfach alles genommen, was gerade da war. Das spielt ja auch Kübelbergs Vater mit. Lass mal sehen. Wir brauchen Bodyguards für ihn. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch albern. Also das mit den Bodyguards fände ich gar nicht schlecht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich alle so aufregen. Du tust ihnen doch nichts zuleide. Aber wenn man sich den anguckt, so als Dokument, ich definiere das ein bisschen als deutsches Dokument. Uli Lommel, der Regie geführt hat, und Peter Schamoni, der den produziert hat, die stammen ja beide so ein bisschen aus dieser Entourage, aus diesem Dunstkreis von Fassbinder damals noch in München. Fassbinder ist ja ein irrsinnig politischer Regisseur, der hat das ja geschafft, damals den Zeitgeist und die Politik genau zu treffen, mit Sachen wie Angst, Essen, Seele auf. Na was ist, kommst du mit heute oder nicht? Nein. Ach und warum? Schwanz kaputt. Oder die verlorene Ehre der Katharina Blum, diese Bild-Zeitungskritik. Und als er nicht mehr da war, wussten die plötzlich alle nicht mehr, was sie machen sollten und irren seitdem irgendwie so durch die Filmgeschichte. Unter anderem auch Lommel und Schamoni. Und die sind eben dann jetzt genau da gelandet, wo sie sind, nämlich bei Daniel der Zauberer. Sonst heißt es ja immer RTL oder wo ich vorher war, das ist total kommerzig. Und auf einmal macht Daniel Kühlbeck einen Film mit Fassbinder Stars, was einfach unglaublich für mich war. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass diese Mischung funktioniert. Man könnte sagen, dass das Daniel der Zauberer so eine Bankrotterklärung ist der alten Menschen ans neue, moderne Kino. Weil die ganz offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, wie Jugend heute tickt. Es gibt da so ein paar bezeichnende Szenen in diesem Film, wie zum Beispiel einen Auftritt von Daniel am Schluss. Und das wird mit so einer Viva-Kamera gefilmt. Also so, was wir so in den 90ern gemacht haben, wenn die Kamera immer so vor und zurück gegangen ist und so schräg gewackelt hat, so hey, crazy! So, das war so eine Kamera damals. Die benutzt man sehr, sehr lange nicht mehr, weil das ganz schlimm geworden ist. Die wird da allen Ernstes noch benutzt und etabliert in diesem Film. Und das ist auch alles hässlich gefilmt, so auf Betacam, also nicht auf Film, sondern so ein hochgestochenes Bild und so. Keine Tiefenschärfe. Das sieht ganz schlimm aus, das fühlt sich alles schlimm an. Es gibt eine Szene, in der soll vorgegaukelt werden, dass Daniel bei einem Screentest in L.A. in Hollywood ist. Und das soll man dadurch glauben, dass er in einen Raum kommt und jemand sagt, oh, we're in Hollywood. Und alle so schlechtes amerikanisches Englisch sprechen. Und das ist dann der Beweis, dass diese Szene in Hollywood spielt. Ich bin Daniel Kübelberg aus Eckenfeld. English, please. Parla inglese, eh? Oh, sorry. Can you be a hero, Danny Boy? Danny Boy? Was soll denn das? Der ist Daniel Kübelberg, okay? Quiet now. Okay, okay. Who the hell is she? Cut. Normalerweise hat es ja einen Charme, wenn man versucht, ohne Budget andere Orte zu etablieren und solche Sachen zu machen. Aber in diesem Film hat das alles umweht, wirklich jede Einstellung, einen Hauch totaler Verzweiflung. Daniel the Magician, 1, 2. Das ist alles total jämmerlich in diesem Film. Weil der Moment, in dem die auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, oh, wir machen einen Film mit Daniel Kübelberg, da war der ja schon lange durch, da war der überhaupt kein Thema mehr. Ich habe den dann am Wühltisch gekauft für 3 Euro die DVD, weil ich das sehen wollte. Ich wollte mal sehen, was alle so zerreißen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was haben die überhaupt mit dem für einen Film gemacht und was will man überhaupt mit dem für einen Film machen? Auch so dieses Der Zauberer, das schien ja ganz seltsam. Deswegen, ich muss mir sowas dann einfach immer angucken. Kann man nicht empfehlen, aber kann man auf jeden Fall mal machen. So viel zu Daniel, der Zauberer, low, low, low budget. Jetzt kommen wir mal zu high, high, high budget. Hier ist nämlich die Filmkritik zu Der Hobbit, falls ihr die sehen wollt. Hier unten übrigens auch noch der Kurzfilm über den freundlichen Ark. Der lohnt sich auch anzuklicken. Und falls ihr Daniel, der Zauberer, gesehen habt und darüber reden möchtet, oder falls ihr ihn auf gar keinen Fall sehen wollt, oder falls ihr den vielleicht auch ganz toll fandet, irgendwer muss ihn auch gut gefunden haben, gerne hier unten in die Comments. Ich bin sehr gespannt,
mich mit euch darüber auszutauschen. Absurd. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwo sage, dass ich gespannt bin, mich über Daniel, der Zauberer, auszutauschen. Der Daniel Kübelböck, der macht ja jetzt Ökostrom und hat sich adoptieren lassen. Eigentlich macht der alles richtig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich lasse mich jetzt auch adoptieren.